Wenn man das zusammenfasst, ich will das nochmal etwas paraphrasieren, was meine Vorredner auch schon angedeutet haben. Wir haben durch den Ausbau des Bildungssystems in den letzten Jahren, durch Maßnahmen der Qualitätsverbesserung, das tatsächlich, glaube ich, muss man sagen, erreicht, dass die Bildungsmöglichkeiten sich sehr breit verbessert haben und die Zugangschancen zu Bildungseinrichtungen deutlich besser sind noch als vor 10, 20 Jahren. Aber es gibt neben der Gruppe, die diese verbesserten Möglichkeiten zu nutzen wissen, eben nach wie vor eine gesellschaftliche Gruppe, für die die Bereitstellung besserer Bildungsangebote offensichtlich nicht ausreicht, sondern man muss sie gezielt ansprechen, man muss gezielte Fördermaßnahmen ergreifen und man muss auch strukturell vielleicht bestimmte Maßnahmen tun, ergreifen, um diese Gruppe, die man als bildungsfern bezeichnet, verstärkt anzusprechen und diese auch sogenannte Problemgruppe, wie sie oft genannt wird, dahin zu bringen, dass sie die Chancen, die das Bildungssystem auch bietet, tatsächlich dann auch umsetzen kann und nutzen kann. Und da wird, glaube ich, eine zentrale Herausforderung für die nächsten Jahre liegen. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Unter welchen Bedingungen kann man nun diese Herausforderungen umsetzen? Die demografische Entwicklung ist, glaube ich, sehr interessant, weil, wie Sie sehen, die Bevölkerungsstruktur hier in Deutschland sehr wenig einheitlich ist. Wir haben also nicht mehr die klassische Alterspyramide, sondern wir haben hier den Einbruch durch den Zweiten Weltkrieg in der Bevölkerung, dann haben wir die geburtenstarken Jahrgänge bis Mitte, Ende der 60er Jahre, dann einen starken Einbruch, der sogenannte Pillenknick, der sich hier bemerkbar macht. Und dann hatte man erwartet, dass es als Widerspiegelung dieser geburtenstarken Jahrgänge dann wieder ein Geburtenhoch gibt, das aber nicht eingetreten ist. Also das ist, wenn man so will, der zweite Pillenknick oder was immer die sozialen Ursachen dafür sind, die sich hier bemerkbar machen. Auf der anderen Seite haben wir hier den Einbruch durch die sogenannte Wende, nämlich den starken Rückgang der Geburten in den neuen Bundesländern nach 1990, der sich hier in der Weise auch auf die Geburtenzahlen in Gesamtdeutschland auswirkt und dann eben fortgesetzte Rückgänge in den letzten Jahren. Wir haben nun als Bezugsjahr das Jahr 2025 genommen, weil wir denken, mehr als 15 Jahre sollte man nicht in die Zukunft schauen, um noch einigermaßen verlässliche Aussagen auch machen zu können. Auf der anderen Seite geht die Bevölkerungsvorausberechnung bis 2060 und was dort vorausgesagt wird, wollen wir auch nicht einfach unterschlagen. Aber man sieht eben hier vor allem, dass diese Gruppe, dieser Berg der 50er, 60er Jahre, dass der nun nach und nach aus dem Erwerbsleben ausscheidet und anstelle dieser Gruppe dann eine sehr viel schwächere Geburtskohorten in diese Altersgruppen nachwachsen. Und das, glaube ich, wichtig ist, sich einfach zu vergegenwärtigen, dass 2025 diese Gruppe der geburtenstarken Jahrgänge noch nicht voll aus dem Arbeitsmarkt heraus ist. Also wir im Grunde noch eine Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren bis 2030, 2035 dann auch stark fortsetzen wird. In gewisser Weise bei dem 2025 abschneiden. Sie können auch hier sehen anhand der weißen Flächen, wie sehr dann gegenüber dem Jetztbestand diese Altersgruppen anwachsen werden. Sie sehen vor allem, dass dann hier bei den höheren Altersgruppen, vor allem jenseits 75, wie stark diese Altersgruppen zunehmen. Vielleicht hier nochmal in der Betrachtung nach Altersgruppen. Hier haben Sie die über 65-Jährigen als grüne Balken, die also in den nächsten Jahrzehnten zunehmen werden. Hier dieser Rückgang der 55 bis 65, erstmal der Anstieg der 55 bis 65-Jährigen und dann starker Rückgang und dann der noch relativ kontinuierliche Rückgang bei den 30 bis 55-Jährigen. Und Sie sehen eben vor allem, dass hier nochmal bis 2060 ein starker Einbruch erfolgt. Wir werden bis 2060 etwa einen Rückgang der Gesamtbevölkerung um 20% haben, etwa ein Drittel der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 65 wird zurückgehen. Man kann uns sagen, dieser Blick bis 2060 ist sehr gewagt, aber auf der anderen Seite, diese Gruppen sind alle schon geboren.
Ja, und auch ein Teil der Gruppe hier, also die jenseits der 50 sind auch 2060 schon Teil unserer Bevölkerung. Insofern sollte man sich auch über die Beeinflussungsmöglichkeiten der demografischen Entwicklung keine Illusionen machen, sondern es sind wirklich sehr, sehr lange Prozesse, die kaum noch regulierbar und abänderbar sind. Das so als Hintergrund für die Analysen, die wir dann bezogen auf das Bildungswesen gemacht haben, wo wir, wie gesagt, uns auf den Zeitraum bis 2025 beschränkt haben. Es ist klar, dass aufgrund der demografischen Entwicklung dann auch die entsprechenden Altersjahrgänge, die für Bildung vor allem relevant sind, rückläufig sein werden. Und das braucht man im Detail auch gar nicht weiter zu erläutern. Anders sieht es aus, wenn wir dann nicht die demografische Entwicklung, sondern die tatsächliche Bildungsteilnahme uns betrachten und dabei eben unterstellen, was an geplanten Reformen schon vorgesehen ist, beziehungsweise was an Entwicklungen sich abzeichnen. Das ist einmal hier diese Bedeutung der doppelten Abiturjahrgänge, also dieser Wechsel von G9 auf G8, der nun hier zu einem Zuwachs an Schülern führt und dann relativ starken Rückgang in den Folgejahren. Dann haben wir im Hochschulbereich noch einen Anstieg der Studierendenzahlen, der sich eben bis in die 2020er Jahre fortsetzen wird. Und wir haben einen Anstieg auch im Bereich der frühkindlichen Bildung. Wobei hier jetzt nur das Ausbauziel 35% Krippenbetreuung der unter 35-Jährigen, der unter 3-Jährigen berücksichtigt ist und noch nicht ein weiterer Ausbau in diesem Bereich. Was wichtig ist, ist zu sehen, dass diese allgemeinen Entwicklungen regional extrem unterschiedlich sind. Insbesondere die Stadtstaaten müssen also mit einem weiteren Anstieg der Bildungsteilnehmer rechnen, während auf der anderen Seite insbesondere die westdeutschen Flächenstaaten einen Rückgang der Bildungsteilnehmer insgesamt um etwa 17% bis 2025 zu erwarten haben. Und auch in den neuen Bundesländern, die jetzt ja schon einen dramatischen Rückgang der Bildungsteilnehmer hatten, die können sich jetzt nicht auf eine konsolidierte Situation freuen, sondern sie müssen mit weiter rückläufigen Teilnehmern im Bildungswesen rechnen. Die Entwicklung der Teilnehmer hat auch unmittelbare Konsequenzen für den Personalbedarf. Wir haben jetzt im Zusammenhang unserer Vorausberechnungen und Analysen zum Personalbedarf nur die Bedarfsseite des Bildungssystems berücksichtigen können. Wir konnten also nicht die Angebotsseite berücksichtigen. Das wird möglicherweise auch ein Thema sein, das heute Nachmittag in der Gruppe, die sich mit dem Bildungspersonal auseinandersetzt, zu diskutieren sein. Wie ist das Verhältnis von dem Bedarf, werden wir hier sehen, zu dem, was an ausgebildeten Fachkräften in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich zur Verfügung steht. Sie sehen, dass hier der Personalbedarf im Vorschulbereich deutlich stärker wächst als die Zahl der Teilnehmer, weil einfach aufgrund der niedrigen Betreuungsrelation ein sehr viel höherer Personalbedarf für Krippenplätze gegeben ist als für Kindergartenplätze. Sie sehen auch hier den noch wachsenden Personalbedarf im Hochschulbereich und dann den rückläufigen Bedarf in den anderen Bereichen. Das setzt sich dann natürlich im Hinblick auf den Finanzbedarf und der Status Quo-Bedingungen fort, unseren Status Quo-Annahmen. Und da taucht nun diese gern als demografische Rendite bezeichnete Effekt auf, dass bis 2025 etwa 19,6 Milliarden Euro unter konstanten Bedingungen und Preisen von heute potenziell als Umschichtungsspielraum zur Verfügung steht. Das ist tatsächlich eben eine Vorausschätzung und der Status Quo-Annahmen. Zu fragen ist eben tatsächlich, ob nicht aufgrund von steigenden Kosten je Bildungsteilnehmer ein Großteil dieser potenziellen Mittel sowieso schon aufgebraucht wird, was wir zum Beispiel auch in den neuen Ländern jetzt festgestellt haben, dass einfach die Ausgaben je Schüler im Zusammenhang mit dem Schülerrückgang auch stark gestiegen sind. Und dann muss man eben auch darauf hinweisen, dass diese
Mittel jetzt nicht allgemein zur Verfügung stehen, sondern eben nur spezifisch, entweder im öffentlichen Bereich oder im privaten Bereich, oder sie stehen auf Bundes-, auf Landes- oder auf kommunaler Ebene zur Verfügung und sie sind nicht von den verschiedenen Ebenen unmittelbar transferierbar. Und wir haben sowieso die Situation der Städte, der Stadtstaaten, die einen steigenden Finanzbedarf haben. Das heißt also, diese Frage, wo entstehen möglicherweise diese Mittel, sind sie überhaupt so einsetzbar, dass sie an den Stellen bedarfsgerecht genutzt werden können, wo man sie tatsächlich braucht. Und was ist an Politik notwendig, dass die Mittel, die vielleicht dann zur Verfügung stehen, auch an die Stellen fließen, wo sie dann in entsprechende Bildungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ich denke, da gibt es heute Mittag sehr viel zu diskutieren. Ich will noch kurz auch auf die Entwicklung in einzelnen Bildungsbereichen eingehen. Ich hatte schon angedeutet, dass der Ausbau des Elementarbereichs mit dem jetzig bis 2013 gegebenen Ziel, 35% aller Kinder unter 3 Jahren einen Krippenplatz oder eine Tagesmutterbetreuung zu geben, dass wir davon ausgehen, dass dieses Ziel nicht ausreichend ist, sondern wenn dann Eltern frei wählen können, dass dann sicher ein zusätzlicher Ausbaubedarf in dem Bereich entsteht. Aber Sie können hier auch sehen, dass dieser zusätzliche Ausbaubedarf zwar dann in Westdeutschland und auch in den Stadtstaaten kapazitäre Konsequenzen in der Hinsicht hat, dass man zusätzliche Plätze benötigt. In den neuen Ländern, in den Flächenländern Ost, hätte es nur diese Absicht, nur den Effekt, dass der Rückgang an Platzbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung etwas abgeschwächt wird. Das heißt, wir haben auch da wieder regional sehr unterschiedliche Entwicklungen.